Das Hallo, was kann ich für dich tun? Hallo, grüß dich, Maus hier. Ich hätte gerne einen Burger vorbestellt zum Abholen, bitte. Den Fry High hätte ich gern, der sieht sensationell aus. Den Ehrenburger? Ja, der Ehrenburger, genau. Du hast die Abholnummer 108, ich würde schätzen 15 Minuten. 15 Minuten Nummer 108, ja. Super. Danke dir, bis gleich. Ciao. Was geht, Leute? Die Sonne kommt raus. Wir sind in Hannover am Schwarzen Bären und heute probieren wir einen ganz besonderen Hannover Burger. Wir sind auf dem Weg zum Hub, haben gerade einen Burger vorbestellt und wir testen den Ehrenburger, den Fry High. Fry High. Oh yes. Was haben wir da? Sriracha Soße, Cheese Fries, Mozzarella, Cheddar, Onions, Pickles, Bacon, Beef, 150 Gramm und Coleslaw. So sieht das hier aus. Das Hub im Hintergrund, Hervey und Patty am Start. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf den Fotos. Sah sensationell gut aus. Und hier, schaut mal. Da ist er schon ausgeschildert. Und wir sind hier wirklich mittendrin. Ich liebe den Schwarzen Bären. Hier ist einfach ein ganz spezieller Vibe. Oh, sorry. Und ganz viele Fahrräder sind hier auch immer. Moin. Wir warten jetzt auf den Burger. Und dann nehme ich euch mal mit. Und dann gucken wir mal, was der so Schönes kann. Ich danke dir. Schönen Abend, hau rein. Ciao. Da ist das Ding. Das Hub ist eigentlich so ein Irish Pub. Sehr, sehr viele Biersorten gibt es da. Aber auch schon seit ein paar Jährchen gibt es dort sehr, sehr geile Burger. Ich habe schon einige vernascht. Und ganz Hannover kennt The Hub. Und wir gehen jetzt an unser Lieblingsplätzchen und naschen diesen Burger weg. Und dann gebe ich euch mal ein schönes Feedback, wie der war. Der Ehrenburger. Fry High. Oh, yes. Oh, Dickerchen. Guck, was ist das denn für ein perverses Ding? Das sieht sehr, sehr stabil aus. Sehr, sehr stabil. So, wir gucken uns das Ganze jetzt hier mal an. Also hier haben wir die, wenn ich das richtig verstanden habe, ihr seht schon, das sind die Hub Cheese Fries. Boah. Also oben drauf haben wir die Fritten. Dann haben wir hier den Bacon. Dann haben wir hier unten den Coleslaw mit den ganz fein geschnittenen Zwiebelchen. Hier das 150 Gramm Beef. Die Gürkchen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich bin ja ehrlich gesagt nicht so der Fan von solchen dicken Dingern. Wir gucken jetzt einfach mal. Boah. Das ist schon sehr pervers. Boah. Das ist geil. Diese Gürkchen bringen sofort die Frische rein in dieses absolute Fettdesaster, was aber richtig geil ist. Das Fleisch ist sehr, sehr saftig, sehr, sehr gut. Klassische Hub-Qualität. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass der so gut ist. Also ich finde ihn wirklich schon sehr, sehr stark. Vor allem, was gut ist, es ist nur ein Patty Fleisch drauf und 150 Gramm. Die Cheese Fries, bin ich ganz ehrlich, weiß ich nicht. Aber dieser Coleslaw, die Gürkchen, die sind so ein bisschen das Pendant zu dem Fettigen. Also ganz ehrlich, Leute, das ist ein gutes Ding. Von 5 möglichen Bypässen, wie viele Bypässen würdest du dir geben? Also da grenzen wir schon leicht an die 4 ran. Das ist wirklich gut. Auch das Bun, ihr seht, es ist nicht so ein steifes, sage ich mal in Anführungsstrichen. Es ist sehr, sehr fluffig. Dieses klassische Hub-Bun auch. Ich kann euch empfehlen, das Ding einmal zu probieren, wie das der Hub immer so schön sagt. Geht für 16,50 über den Tresen. Diese 16,50 sind absolut gerechtfertigt, weil ihr braucht nur diesen Burger und absolut keine Beilage dazu. Denn die Pommes sind schon drauf. Okay, Leute. Ich bin satt, aber der kleine Ausflug nach Hannover hat sich gelohnt. Zum Schwarzen Bären sowieso immer. Hier ist immer gute Stimmung, hier sind coole Leute. Alles in allem ein sehr, sehr erfolgreicher Abend mit einem kleinen, fettigen Snack. Aber ich kann es euch nur empfehlen, kommt ins Hub. Die haben auch andere gute Burger. Ganz normal ein Classic Cheeseburger. Die haben auch Smashburger hier, aber ich dachte mir, das ist so ansprechend. Das muss ich probieren und ich bereue kein Stückchen. Also in dem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Abend. Lasst es euch gut gehen. Sehen wir uns beim nächsten Mal, nächsten Sonntag um 19 Uhr. Ein schönes Wochenende, einen schönen Sonntag. Ja.